MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. 25, 26, 27. Das ist eine ganz normale Uhrzeit im ETS. Von daher passt das, Leute. Der Gag ist, den 1% Schaden, den der gerade angezeigt hat, den hatten wir schon. Achtung, Baustelle. Ach, das war aber keine wirkliche Baustelle. Es war ja eher ein paar Hindernisse, sag ich's mal so. Boah. Heißes Rennen hier mit dem VW Golf auf der linken Seite oder dem Opel Corsa als Kombi. Bin mir nicht sicher. Aber er traut sich nicht ganz mit Vollgas in die Kurven reinzugehen. Da trauen wir uns mehr und dadurch haben wir den Vorteil und haben ihn überholt. 134 km/h, 135. Das haben wir eben gesehen, 136, glaube ich, war das Höchste, was wir bis jetzt geschafft haben. Ich finde die Zahl ganz angenehm. War es 136 und 146? Ne, 146 hat der Laster nie geschafft, nie im Leben. 136 war es, oder? Ja, bestimmt. So. Könnte auch 146 gewesen sein. Jetzt bin ich selbst am Zweifeln. So, hier kommt nochmal ein Radarwarner. Ist jetzt nicht allzu schlimm. Sehr gut. Sehr gut, Herbert. Ja, die 550 Euro, die wir dadurch verlieren, die bringt der nächste Fahrer wieder rein und dann ist das auch wieder Wurst. Das ist schon wieder vergessen. Und schon wird es Tag. Hier im ETS. Ah, ich hatte die ganze Zeit Fernlicht aus. Weil es schon so hell war, fiel mir das gar nicht auf. Hier ist schon wieder irgendwo ein Radar. Das ist da echt scheiße. In manchen Spielen funktioniert das, wenn man irgendwo lang fährt, was nicht normal ist. Gut, jetzt müssen wir schon 1050 einspielen. Ne, 1100, Entschuldigung. Ist mir aber auch noch relativ egal. Wie gesagt, der nächste Fahrer, der das Geld reinbringt, dann sind wir wieder. Zack, da kommt nämlich der Fahrer. 4928, der William. Von daher ist das Wurst. Die paar Euro. Oh, sorry. Das war echt nicht Absicht. Den habe ich einfach nur übersehen. Viele wollen ja, dass ich wieder vernünftig fahre im ETS. Das können wir gerne nach dieser Fahrt wieder machen. Nur jetzt habe ich einfach mal Bock, nochmal ein bisschen Gas zu geben hier im ETS. Das macht einfach Fun. Ist was anderes mit dem Auto Gas geben als im Simulator. Im Simulator darf man es. Man kriegt zwar eine Strafe, aber man hat ja genug Geld. Im echten Leben sollte man es sein lassen, weil das ist teuer. Ich selber habe noch nicht die Erfahrung gemacht. Ich selber habe nur ein Knöllchen bekommen wegen Falschparken. Beziehungsweise wegen Parken ohne Parkschein. Das war meine eigene Dummheit. Ich stelle den bei uns zu Hause ab, gehe rein und wundere mich. Ach, guck mal, die Damen da vorne, die finden mein Auto so schön. Und ich gucke genauer hin und sage zu meiner Frau, ist das so? Guck mal, Schatz, machen die zwei da? Ja, da meinte sie ganz trocken, guck mal, du kriegst ein Knöllchen. Hast du dir keinen Parkschein gezogen? Ich so, scheiße. Tja, und jetzt muss demnächst mein Bewohnerparkausweis dann beantragt werden. Das sind in Aachen 35 Euro im Jahr. Und dann kann mir das auch erstmal nicht mehr passieren. Wenn ich da mal keinen Bock habe, das Fahrzeug in die Garage zu stellen oder so. Dass man dann immer noch sagen kann, gut, ich stelle es jetzt nicht in die Garage ab, sondern stelle es draußen einfach vor die Haustür ab.
dann ist es dann doch ein bisschen angenehmer. Das dauert jetzt wieder, bis wir auf diese Geschwindigkeit sind. Das ist natürlich nervig. So, wisst ihr was? Jetzt gucken wir ganz kurz, ob wir das nicht besser selber können. Und das können wir bestimmt. Mindestens von der Beschleunigung her können wir deutlich schneller beschleunigen. War fast klar, dass wir hier zahlen müssen. So, Richtung Torino fahren wir jetzt. Was natürlich total scheiße ist, weil oh, das war ein bisschen eng. Ich dachte, die Straße führt weiterhin so breitspurig, aber wie der Schein halt trügen kann, ne? Na komm. So. Der nächste Gang. Hoffen wir mal, dass wir vorwärts kommen. Die Umgebung hier ist übrigens wieder sehr schön. Knips. Momentan haben wir echt schöne Momente hier im ETS, die man einfach per Bild festhalten muss. Da nicht mehr als 105 km/h raus beim 11. Gang? Bestimmt, oder? Geht doch. So ist es natürlich besser, effektiver zu beschleunigen, vor allen Dingen. Das ist gar nicht unsere Spritanzeige. Und ich denke so, die ist kaputt. Die bewegt sich ja gar nicht. Aber links ist die Spritanzeige. Ich weiß nicht, was rechts das ist. Kann man so schlecht erkennen. Irgendwas wird es sein. Auf jeden Fall heißt es jetzt demnächst mal tanken. Sonst laufen wir irgendwo auf und kommen nicht mehr weg. Vorne können wir schlafen, da ist eine Mautstelle und meistens dahinter kommt eine Tankstelle oder so. Könnt ihr mal gucken. Oh. Die nächste Tankstelle ist ein bisschen weit weg. Dürfte aber noch in diesen 300 Kilometern drin sein. Ach, scheiße. Ah, fuck. Richten wir uns auf? Wir richten uns auf. Was war das denn jetzt? So.
So, und gib ihm, komm. Ach, guck mal, wie schön die Autos beschleunigen können. Das ist so unfair. Ha. Da geht da einfach der Motor aus. Auch geil. Das kommt natürlich immer gut. Wenn der Motor einfach ausgeht. Okay, dafür steht ja auch 04 Achtung, dass man eine Werkstatt aufsuchen soll. Ah, scheiße. So. Okay, das wird jetzt knifflig. So geht's aber, oder? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was ist jetzt hier? Nächste Tankstelle ist da unten. Okay. Ja, und in der nächsten Stadt müssen wir dann auf jeden Fall gucken, dass wir uns reparieren lassen. Schön, dass der Tank fast leer ist. Ich sehe aber nichts. Keine Informationen über meinen Tank momentan. Ich hoffe einfach, dass der Tank ausreicht bis da. Sonst müssen wir Notruf anrufen zum Tanken. Oder zum Abschleppen wahrscheinlich. Peinlich, peinlich, Herbert. Aber wenn ich 83 durchgehend fahre, müssten wir relativ weit mit dem Sprit kommen. Ich bin nicht sicher, aber sollte funktionieren. Ach nö, oder? Schon wieder Regen. War so schön ohne Regen, aber jetzt wieder Regen, das ist echt nervig. Eben kam er noch 300 Kilometer mit dem Sprit und jetzt sagt er schon, Sprit ist alle bald. Kann ja auch sein, dass wir mit der Reserve 300 Kilometer kommen. Was ich mir bildlicherweise nicht vorstellen kann. Achso, Freitag übrigens kommt kein ETS. Dann erst wieder nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also das ist so gesehen... Natürlich, warum auch nicht. Hier links könnte man rein, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Wenn da vorne eh eine Tankstelle kommt, ist das Quatsch. So, und somit endet dieser Part dann auch mit dem Tanken. Ach Quatsch, ich darf hier reinfahren. Hier steht nirgendwo, dass ich nicht darf. So, und nächste Folge fahren wir dann froh und munter zu irgendeiner beliebigen... Stadt, die in der Nähe liegt natürlich, dass wir auf jeden Fall wieder repariert sind und die Fahrt angenehmerweise beenden können. Okay Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut.